Es soll eine gigantische Linie aus Glas werden, in der 9 Millionen Menschen auf engstem Raum zusammenleben. The Line ist als futuristisches Megabauprojekt mitten in der Wüste geplant. Was nach Science Fiction klingt, will Saudi-Arabien so bald wie möglich umsetzen. So stellt sich Saudi-Arabien die Zukunft vor. Wie das Werbevideo zeigt, wird die neue Millionenstadt zusammengeschoben in ein schmales Band zwischen zwei 500 Meter hohe Wände aus verspiegeltem Glas. Beinahe unsichtbar von außen soll The Line also in der Wüste liegen. Drinnen stellt man sich dagegen eine reichlich begrünte, gut klimatisierte Stadt vor. Mit vielen Robotern, Drohnen, vergleichsweise günstigen Immobilien und 9 Millionen Einwohnern. Technisch nicht realisierbar nennen das Kritiker des Riesenprojekts oder, falls doch realisierbar, jedenfalls eine Schreckensvision der Zukunft. Ganz anders der Kronprinz, der schon bei der Erstpräsentation von The Line Schlagwörter wie Nachhaltigkeit und günstiges Wohnen in den dunklen Raum geworfen hat. Wir müssen eine neue Definition für eine futuristische Stadt finden. The Line wird 95% der Natur in der Umgebung erhalten. Es wird keine Autos geben, keine Straßen und keinen CO2-Ausstoß. Alle täglichen Erledigungen können zu Fuß in 5 Minuten gemacht werden. Und die Reise von einem Ende zum anderen wird gerade einmal 20 Minuten dauern. Bei 170 Kilometern Länge wäre das eine Öffi-Linie, die mit mehr als 500 km/h durch die Stadt rast, Zwischenstopps noch gar nicht mit eingerechnet. Genau so viel, nämlich 500, soll auch das ganze Bauvorhaben kosten, allerdings in Milliarden Euro. Und noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Bis tatsächlich Menschen in der Linienstadt hinter den zwei Spiegeln leben, wird noch einige Zeit vergehen.